Drei blinde Mäuse, drei blinde Mäuse. Schau, wie sie laufen, schau, wie sie laufen. Drei blinde Mäuse, schau, wie sie laufen, schau, wie sie. Anthea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Anthea? Bist du verletzt? Wo bist du? Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Zeig dich! Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm: Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach: Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Wo ist Anthea? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Mein Name ist ans Ende. Es gibt keine Liebe. Wenn du hier auch nur ein Hager könntest werden. Hörst du was? Ihr zu Hilfe kommen? Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Vergeltung. Lass ihn los.
Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite erhörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los. Du bist wach? Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat. Sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was hab ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja. Deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Es ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Eine Hexe. Man nennt mich Sika. Finde den Verbanner, befahl meine Herrin. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Dieser Albtraum, wie er zu mir sprach, er traf mich im Innersten. Dergleichen habe ich nie erlebt. Wenige haben das. Und noch weniger können noch darüber berichten.
Was hat einen so mächtigen Geist hierher gelockt? Wer weiß das schon? Zweifelsohne etwas Schreckliches. Ein Freund sagte mir einst, das größte Unrecht gebiert die größte Wut. Er wollte uns wohl warnen. Ein unumstößliches Gesetz. Ihr habt weise Freunde. Wer hat euch geschickt? Ihr Name ist Ceridin und meine Hände und Worte gehören ihr. Darüber hinaus müsst ihr euch um nichts sorgen. Ceridin Sika, diese kleine Sucherin, die euch bat, mich zu finden, ist sie vielleicht Schottin oder sowas? Sie heißt Ceridin. In ihrem Alter ist es nicht ein Ort, von dem sie stammt. Und ja, obwohl ich euch gefunden habe, sagte sie mir, wo ich suchen soll. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridin mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Ihr kennt mich nicht. Und doch soll ich Vertrauen haben. Leichter gesagt als getan. Dinge, die einem im Leben leicht fallen, sind unwichtig. Es zählen nur die schwierigen Dinge. Ihr habt eine gähnende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum helft ihr mir? Ich diene meiner Herrin. Sie befiehlt mir, euch zu helfen, also helfe ich euch. Ceridin sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja. Ich habe euch gefunden, aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt, denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith, aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Ceridin. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Was zum?
Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Wo bin ich? Was mache ich hier? Nicht jetzt, Kumpel. Ich hab den... Kommt schon, ihr Wolfgesindel! Verdammte lebende Seele hier.
Was? Anthea? Was? Hallo? Anthea? Oh Gott. Ja.
Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Anthea! Ruf mich zu dir! Wo bin ich hier? Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid. Ich bin hier! Führ mich zu dir! Rogat, mein Geliebter. Mein Geliebter ist Rogat. Anthea, bist du da? Rogat, mein Geliebter. Mein Geliebter ist Rogat. Verdammt. Hier, Liebste, ich bin hier. Du bist es. Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier. Folg mir. Wo gehst du hin? Darüber. Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Wo bist du hin? Anthea! Wo bist du hin? Anthea! Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer.
Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken. Ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit. Ich musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Und etwas ausführlicher? Wütend, frustriert, nutzlos. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. Nachdem der Nachtmahr dich getötet hatte, hielt er mich noch einen Moment lang fest, hat mich verhöhnt und mich dann fallen lassen. Ich dachte, die Felsen würden mich aus dem Leben reißen. Stattdessen stürzte ich in den kalten Ozean. Ein Teil von mir wollte dort bleiben. Ich glaube, da habe ich dich gespürt. Ich erinnere mich an die Verzweiflung in deiner Stimme. Ich habe nach dir gerufen, lang, oft. Ich habe gegen die Wellen angekämpft, bis sie mich ans Ufer spülten. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Sika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Ich finde, wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja. Mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn
es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel. Und der gehört dem Nachtmahr. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig. Und wird hier nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Edentown zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmare nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen. Hexen treffen. Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe.
Auf nach New Eden, wo immer es auch liegt. Wir werden Vorräte brauchen und Geld für das Nötigste. Wir schaffen das. Zusammen. Was zum Teufel ist dir passiert? Wenn du schon mit Salzkreisen spielst, dann tust du zumindest richtig. Keine Leichen. Vielleicht haben die Wölfe sie sich geholt. Siehst du nicht die Zeichen an der Wand? Nein. Nimm meine Hand. Ich möchte etwas probieren. Oh. Machen unsere Verbannerringe das möglich? Sie helfen uns, das Totenreich mit dem Lebendreich zu verbinden. Scheinbar gebe ich das, was ich sehe, durch diese Verbindung weiter. Bestehen diese Netze aus Spektralspuren? Warte. Die Dinge, die uns all die Jahre entgangen sein müssen. Die Toten verbergen mehr vor den Lebenden, als wir dachten. Das wird hilfreich sein. Etwas versteckt sich. Wir können sie gemeinsam bekämpfen. Das ist für dich!
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dank dir. Ich war keine große Hilfe. Doch, das warst du. Wirklich. Und dir geht es auch bald wieder gut. Alles wird besser. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Hast du das gespürt? Es ist nah. Letztendlich haben sie immer irgendwas mit schwarzer Magie zu tun. Immer.
Dieser Schemen hat es auf die Leiche abgesehen. Einfach nicht, oder? Platz, Fifi. In der ganzen Region wimmelt es nur so vor Schemen. Nicht nur in New Edentown. Was ist hier passiert, dass der Schleier so dünn ist? Krieg? Invasion? Die Besiedlung von Land, in dem besonders viele Geister ihr Unwesen treiben? Jagdausrüstung. Vielleicht gibt es eine Jagdhütte in der Nähe. Oh, da bist du aber ganz schön schnell raufgekommen. Daran müssen wir uns wohl erst gewöhnen. Alle beide. Her? Werden die Leute merken, dass ich heimgesucht werde? Kann sein, wenn sie Talent oder eine Ausbildung haben. Und was, wenn dich jemand sieht? Eher nicht. Hätten sie Talent oder eine Ausbildung, bräuchten sie uns Verbanner nicht. Was wohl mit den Trappern in der Gegend hier passiert ist? Im Wald wimmelt es vor Schemen. Hoffentlich sind sie weg.
Diese Hexen, die du erwähnt hast, müssen doch etwas über den Albtraum wissen. Ja, aber können wir ihnen trauen? Hexen lassen sich nur aus gutem Grund mit Menschen ein. Den müssen deine also gehabt haben. Ich glaube, ich sehe einen Übergang. Da drüben. Anzeichen von Zivilisation? Hab ich ein Glück. Nett hier. Abgesehen von den Wölfen und Schemen. Habt ihr keine Wölfe und Schemen bei euch in den Highlands? Ja, aber unsere sind so brav, dass sie mir gestatten, zwischen den Kämpfen kurz Luft zu holen. Schlingefeu. Diese Schemen, die auf Pflanzensaft aus sind, mochte ich noch nie. Schlechte Nachrichten. Die Brücke ist kaputt. Dann finden wir einen anderen Weg nach New Eden. Seltsam. Ich sehe Flecken, aber nicht die üblichen. Sie folgen einem Muster. Siehst du das nicht? Es zieht mich an. Meine Knöchel sind zwar robust, aber bei der Höhe, das wird nichts. Meine Knöchel sind zwar robust, aber bei der Höhe, das wird nichts. Und immer wieder rauf und runter. Diese Flecken. Ich hätte sie greifen können, wäre ich stärker gewesen. Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Hunger ist zurück und wächst schnell. Jetzt schon? Also gut, lass uns was finden, das dich stärkt. Mehr Spaß! Yeah.
drin befindet sich jemand. Jemand Beflecktes. Nebelschleier. Nach einem gewaltsamen Tod von einem Geist gewoben. Verbannerregel Nummer 8. Verlauf dich nicht im Nebelschleier, sonst holen dich die Schemengeier. Klug. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Das stammt von einem Geist. Und wir müssen herausfinden, wer das war. Mit dir! Ben, du bist zurück. Oh, Verzeihung. Ihr seid jemand anderes. Seid ihr hungrig, mein Freund? Der Eintopf ist zwar recht wässrig, aber dennoch teile ich ihn gern mit euch. Nett von dir, Junge. Aber nein, danke. Schon eine Weile her, dass ich ein menschliches Gesicht gesehen habe. Kommt ihr aus dem Lager? Seid ihr ein Jäger? Sowas in der Art. Red McWraith. Ich bin ein Verbanner. Wie in den Geschichten? Jacob Lind, ein Trapper. Und ja, das ist ein richtiger Beruf. Du bist erschöpft. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie verdorben diese Wälder sind. Schläfst du gut? Ich schlafe nicht gerne. Ich sehe Dinge. Leuchtende Augen zwischen den Blättern.
Was bedeutet verdorben? Von Geistern durchsetzt, heimgesucht. Erzähl mir von deinen Albträumen. Es ist ein Albtraum. Und immer derselbe. Ben hat ihn auch. Kannst du ihn beschreiben? Nein. Nein. Es ist ein Albtraum. Nichts weiter. Was treibst du hier? War es nirgendwo sicherer für dich? Die Wälder sind gut zu denen, die sie kennen. Wir jagen hier. Wenn wir Felle und Fleisch haben, handeln wir damit in New Eden. Aber das Wild wird weniger. Wir können nicht handeln. Also warten wir. Wenn sogar die Wölfe hungern, dann ist klar, dass ein harter Winter bevorsteht. Wie lange bist du schon allein hier draußen? Keine Ahnung. Ich zähle die Tage nicht. Und außerdem bin ich nicht allein. Gott ist mit mir in der Heiligen Schrift. Soll ich euch etwas daraus vorlesen? Ein andermal vielleicht. Wer ist Ben? Auch ein Fallensteller? Ja, der Beste von allen. Hat mir alles beigebracht. Er ist gerade nicht da, aber er ist bald zurück. Wo ist er hin? Die Brücke ist eingestürzt. Da kommt man nicht mehr rüber. Das stimmt. Im Schatten lauern böse Dinge. Sie wittern Fleisch. Das Wild ist knapp. Sehr knapp. Und Ben ist weg. Aber er wird das Wild finden. Ich weiß es. Was verbirgt sich in den Schatten? Ist das das, was dich hier hält? Das und der Nebel. Wenn man nicht sieht, kann man auch nicht jagen. Ben schießt besser als ich. Und auch in den Wäldern kennt er sich besser aus. Ich würde ihn nur aufhalten. Nur aufhalten. Wo hast du Ben kennengelernt? Wir haben uns gefunden. Brüder im Geiste, sagte er. Er ist gut zu mir gewesen. Zu gut. Warum? Er ist dir wichtig. Ja. Und ich bin ihm wichtig. Er hat den Mut verloren. Oder ein Geist hat ihn dessen beraubt. Ruh dich etwas aus, Jacob. Du hast es nötig. Wenn ihr Ben seht, sagt ihm, dass ich an ihn denke. Ein großer Junge. Selbst wenn er liegt. Man kann ihn nicht übersehen. Das erklärt den Nebelschleier. Schläfst du hier, Jacob? Ben schläft hier. Ich schlafe nicht. Da sind Maden im Bett. Dein Fleisch ist verdorben, mein Freund. Das Essen ist knapp. Wir müssen uns einschränken. Was auch immer den Jungen heimsucht, bringt Maden hervor. Wir sollten mit diesem Ben reden. Sind das Bens Sachen? Das meiste davon. Das Seil nicht. Ihr könnt es haben, wenn ihr wollt. Sehr freundlich. Danke. Ben ist ohne Waffe losgezogen? Wir sind Trapper, keine Jäger. Wir hatten die Waffe zur Sicherheit, aber sie wurde nass. Die funktioniert nicht mehr. Er ist so verwirrt, dass er sicher kaum weiß, welches Jahr wir haben. Was stieß ihm zu? Vielleicht hat ihn sein Kumpel im Stich gelassen.
Entweder hat sich Ben im Nebel verirrt, oder er ist die Quelle davon. Ich liebe Sprünge ins Ungewisse. Da unten sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Keine Sorge. Auch deine anderen Sinne werden leiden. Ach, dieser Nebelschleier ist dicker als ein schottischer Dragoner. Und stinkt fast genauso schlimm. Oh, was? Warte. Das ist besser. Und ein bisschen furchteinflößend. Ich kann alles sehen. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Siehst du das? Anscheinend entweicht der Nebel aus diesem seltsam aussehenden Salagmiten. Warte mal, ich glaube, ich kann uns von dem Nebelschleier befreien. Wie? Tja, ich bin zum Teil aus demselben Stoff gemacht. Immer an einer Hand abzählen. Tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, dass es dazu kommen würde. Wir haben es geschafft. Finden wir raus, was es verursacht hat. Du meinst, wer gestorben ist? Spuren eines Kampfes. Ein Echo hängt an ihm. Unendlich viele Wege treffen sich an einem einzigen Punkt. Ich kann nicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Auf die Beine, Lind. Wir geben nicht auf. Ich hab genug. Es gibt keinen Weg nach oben und auch keinen nach unten. Seit Tagen essen wir nichts als gekochtes Schuhleder. Mir reicht's. Wir geben nicht auf! Lass mich in Ruhe! Gott verdammt, ich habe es satt, dich zu tragen! Was machst du da? Tu mir nicht weh! Ich hasse dich. Ich hasse dich! Nein! Ben ist im Herbst gestorben. Und jetzt ist sein madiger Geist zurück, um den Freund heimzusuchen, der ihn gestoßen hat. Leidet Jacob unter Wahnvorstellungen? Hat er wirklich vergessen, was er getan hat? Vielleicht hat ihn seine Schuld alle Vernunft vergessen lassen. Wir müssen die Leiche finden. Hoffentlich sind uns die Wölfe nicht zuvorgekommen.
Ich spüre etwas in der Nähe. Das. Ja, irgendwas ist hier. Eklige Scheiße. Verdammte Scheiße. Der Bursche wurde in Stücke gerissen. Warte mal. Er wurde mit dem Messer aufgeschlitzt. Für sein Fleisch. Immer noch keine Kette. Vielleicht in Jacobs Hütte? Jacob hat Fleisch gegessen. Jacob hat Ben gegessen. Hatte er wirklich so einen Hunger, dass er seinen Freund gegessen hat? Vielleicht hatte der Albtraum etwas damit zu tun.
Das noch einmal. Lager. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Der Schlimm sucht nach einem Körper. Lass uns nach der Fessel suchen, solange Jacob draußen ist. Ich habe unsere Kette gefunden. Wie konnte ich die nur übersehen? Bei dieser Menge an Spektralspuren ist es ein Wunder, dass wir sie überhaupt fanden. Komm, lass uns mit Ben reden. Sprich die Worte der Macht, durch die sich der Geist manifestieren muss. Ihr seid nicht Jacob. Wer seid ihr? Mein Name ist Red McWraith. Ein Schotte. Und ihr? Antea Duarte. Wir sind Verbanner. Wir können euch helfen. Mir kann keiner mehr helfen. Wo ist Jacob? Wie lange seid du und Jacob schon hier draußen in den Wäldern? Einige Winter nun schon. Aber dieser hier, der endet nicht.
Kein Ausweg, kein Weg hinein. Wir waren allein. Kein Tier weit und breit. Ich weiß nicht, wann sich alles änderte. Wir steckten fest in diesen gottverlassenen Wäldern. Ihr habt viele Male versucht, diesen Ort zu verlassen. Ja, versucht und versagt. Woche um Woche. Vielleicht Monat um Monat. Wir drehten uns nur noch im Kreis. Die Wälder sind tückisch, wisst ihr? Trügerisch. Hinterhältig. Wir gingen im Kreis. Immer im Kreis. Ewig im Kreis. Jacob sagte, ihr hattet beide Albträume. Denselben Albtraum. Ja, und doch schliefen wir kaum. Wirklichkeit und Illusion wurden eins. Schatten flackerten in unseren Augenwinkeln. Wir wissen, was dir widerfahren ist, Benedikt. Was hält dich hier fest? Er ist es. Er wartet und wartet und wartet auf mich. Er will nicht sühnen, was er tat. Und ich kann nicht entkommen. Aber ich werde ihn nicht hassen. Wie könnte ich das? Wir dachten, er hätte vorsätzlich gehandelt und alles geplant. Ehrlich gesagt hielten wir ihn für einen Lügner. Nein. Jacob ist gut und gottesfürchtig. Rein und wahrhaftig, das war er schon immer. Er ist der Beste von uns. Und doch, obwohl ich es leugnete, sah ich es voraus. Ich wurde misstrauisch. Etwas in mir erkannte seine Gedanken. Denn ich dachte dasselbe. Was willst du von Jacob? Willst du dich rächen? Ich suche keine Rache. Er ist ich und ich bin er. Warum hast du ihn nicht zur Rede gestellt? Warum hast du dich nicht gezeigt? Ich tat es. Er hielt mich für lebendig. Er zeigte mir das Steak, das er ergattert hatte. Er war so stolz. Er bot mir davon an. Er muss sich stellen und seine Taten akzeptieren. Für uns beide. Nachts las er die Bibel. Gott nähme uns ans Herz, wenn wir gut und ehrlich wären. Das brachte er mir bei. Wir waren gut. Wir lebten ein ehrliches Leben. Wir mieden die Menschen. Wir kümmerten uns nur um uns selbst. Also sagt mir, Verbanner, womit haben wir das verdient? Das war nicht Gottes Werk. Hier ist ein anderes mächtiges Wesen im Spiel. New Eden ist verflucht. Dann ließ Gott uns im Stich und wir sind dem Untergang geweiht. Ich danke dir, Benedikt. Vielleicht reden wir nochmal miteinander. Vielleicht werden wir das, Verbanner. Vielleicht werden wir das. Jacob muss gestehen. Er ist gut darin, Dinge zu verdrängen. Er hat Ben sicher sehr geliebt. Grüß dich, Jacob. Mr. McGrath? Ihr hattet also eure Mühen, du und Ben. Warum seid ihr nicht gegangen? Weggehen? Nein, wir konnten nicht gehen. Das hier ist unser Zuhause. Hier stellen wir Fallen auf, essen, gerben Felle zu Leder. Unser Leben findet hier statt. Wir können nicht weg. Habt ihr es nicht am Fluss versucht? Irgendwann musste sich doch der Nebel lichten. Wenn ihr bleibt, verhungert ihr. Wir haben genug. Dank, Ben. Ben wollte gehen. Ihr habt euch gestritten. Erinnerst du dich wieder? Ben ist gerade unterwegs.
Wir streiten uns doch nicht. Einmal machten wir gerade ein Nickerchen, als ein Gewitter kam. Die Hagelkörner waren riesig. Wir hatten uns verlaufen, aber wir fanden den Weg trotzdem. Sogar da war Ben nie verärgert. Hat nie was gesagt. Selbst wenn ich zu langsam war. Hat er den Verstand verloren oder bindet er uns einen Bären auf? Schwer zu sagen. Es tut mir leid, Jacob. Wir müssen reden. Etwas ist mit Benedict passiert. Was? Wo ist er? Was ist passiert? Komm schon, Jacob. Sagt es mir, falls Ben etwas zugestoßen ist. Wo ist er? Tag für Tag bist du hungrig aus deinen Albträumen aufgewacht. All deine Fluchtversuche sind gescheitert. Du hast es so oft versucht, bis du zerbrachst. Du hast deinen Freund getötet, Jacob. Was? Nein! Nein, das ist nicht passiert. Lass mich in Ruhe. Ja, das hast du auch zu Benedict gesagt, bevor du ihn von der Klippe gestoßen hast. Aber das ist noch nicht alles, nicht wahr? Du hast Benedict getötet, dann hast du ihn gegessen. Sicher, du warst im Verhungern. Aber du hast diese Entscheidung getroffen. Ihr seid nicht echt! Ihr seid nicht echt! Ihr seid ein Ungeheuer! Wenn es hier ein Monster gibt, Jacob, dann bist das du. Rede. Entledige dich deiner Schuld. Dann werden wir sehen, wie wir die Scham tilgen. Ich habe Benedict im Stich gelassen. Ihn enttäuscht. Aber ich war so wütend. So wütend. Er hat mich immer wieder gedrängt. Wir stritten uns. Ich konnte nicht mehr denken. Als ich ihn sah, wie er da lag, auf dem Boden, leblos, da sagten die Stimmen. Entweder er oder ich. Er oder ich. Ich wäre gestorben. Ich hätte sterben sollen. Nichts anderes habe ich für meine Sünden verdient. Ich habe Gott enttäuscht und meinen Freund. Ich bin ein Monster. Ich verdiene keine Gnade. Nein, du bist nur ein Sünder, der um Hilfe bettelt. Wir beide standen vor der einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten oder sterben. Du führtest den ersten Streich. Und nun stehen wir hier. Kannst du mir verzeihen? Unser Schicksal liegt nun in anderen Händen. Ja. Verbanner, verrichte deine Arbeit. Wenn du zurückkommen sollst. Wenn wir das Ritual anwenden wollen, von dem wir sprachen. Dann ist das der Moment, an dem alles beginnt. Red. Wenn wir diesen Schritt gehen. Jacob ist bereit zu sterben. Die anderen werden es nicht sein. Wir werden Lügen erzählen. Wir werden die Essenz der Lebenden ernten. Ich nehme die Schuld auf mich. Wir stehen vor einer einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten wir, um wieder zusammen zu sein? Oder trennen sich unsere Wege auf ewig? Wir müssen uns jetzt entscheiden.
Jacob Lind, du glaubst, du verdienst keine Gnade. Aber dein Leiden muss ein Ende haben. Du hast deinen Freund ermordet. Den Mann, den du deinen Bruder nanntest. Du hast dich an ihm genährt. Bei seinem Tod war deine Hand im Spiel. Das hast du verleugnet und seinen Geist an dieses Reich gebunden. Sühnen kannst du dieses Unrecht niemals. Doch die Wahrheit und dein Tod werden sein Leid lindern. Kompromisse kann es hier nicht geben. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Benedict, mein Freund, vergib mir. Ich habe das Leben eines Mannes genommen, den ich liebte, und aß sein Fleisch. Ich verdiene all dies. Es ist vollbracht. Du darfst dich an seiner Essenz nähren. Ich glaube, ich brauche einen Moment. Du kannst dich drinnen ausruhen. Keine Maden mehr. Ben ist weg. Auf immer und ewig.